es war ja das erste Auto, das erste Artcar, das ja von mir gemacht wurde, auf Wunsch von Jochen Nerpasch, das ja damals der Rennleiter von BMW war. Und die Grundidee war eigentlich damals, weil ja die Motoren noch nicht so stark waren von BMW und die aber das 24-Stunden-Rennen fahren wollten, hat man gesagt, jetzt machen wir ein buntes Auto. Und weil wir keine Chance haben, dass wir gewinnen, aber Furore erzeugen mit dem Auto. Und da hat der Jochen Nerpasch, ist ja mit dem Herbie Poulenc, das ist ein Kunstaktionär von Paris, ein bisschen einer, der rennfanatisch ist. Und somit ist das Dreiergestirn entstanden, Herbie Poulenc, Jochen Nerpasch, der das Auto geliefert hat, und dann Alexander Kolder. Und die haben den rausgesucht, weil Alexander Kolder ist ja der Erfinder der Mobilis. Und Alexander Kolder hat ja sehr tolle Sachen gemacht, war aber natürlich sehr anspruchsvoll, das Auto damals zu machen, weil wir hatten ja nur die Makete, also das kleine Modell. Und das wurde mit Acrylfarben, mit Basis-Acrylfarben wurde das bemalt. Und die Schwierigkeit ist, weil das Glanzverhalten vom Acryl ist anders, wie zum Beispiel von der Lackfarbe. Und wir mussten uns dann die Farben angleichen. Das Auto ist gut angekommen, auch bei der Presse damals. Und schön ist, dass wir jetzt das zweite machen, den Artist Proof. Und der ist jetzt allerdings schwieriger wie das erste Auto. Weil die ganzen Linien, die müssen ja auf Millimeter müssen die passen. Und die Farben müssen auch passen. Und die Problematik ist, wenn eine Farbe Jahrzehnte auf ein Objekt ist, verändert sich die Farbe. Also das Blau kann leicht einen violetten Stich bekommen, das Gelb kann eventuell einen rötlichen Stich bekommen, je nachdem, was für Grundgranulate im Lack inhaltlich sind. Seit zwei Tagen mischen wir, heute ist der dritte Tag. Und jetzt haben wir die Farben wirklich fest gefunden. Ich habe ja mit meinem Assistenten, mit dem Aluschei, der mir da mit Rat und Tat auch und Erfahrung zur Seite steht, haben wir jetzt endlich die Farben gefunden. Das Gelb muss man 10-mal nachnuancieren. Wir haben da eine Farbbasis uns gesucht und aus der Farbbasis kann man dann weiterarbeiten. Rot 4, Gelb haben wir um die 10 und beim Blau haben wir aber, glaube ich, 16 oder 18. Das war sehr schwierig, wie ich schon gesagt habe. Die Farbe verändert sich, das Klima, das Farbklima verändert sich durch äußere Einflüsse. Aber Gott sei Dank stehen die Farben jetzt und können jetzt dann auch ins Volle gehen und können das dann so lackieren. Dass der Artist Proof so werden muss wie das Original, das ist die größte Herausforderung. Weil das Auto von Kalder damals 75, da habe ich glaube ich die Hälfte Zeit noch gebraucht, was wir jetzt brauchen. Weil das ja alles so nachvollzogen werden muss, dass das auf Millimeter oder auf Zehntel passen muss. Ich habe zur damaligen Zeit, wie ich noch einen Lehrauftrag an der Münchner Kunstakademie hatte, der Bildenden Künste, da habe ich zu meinen Studenten gesagt, merkt euch eins, Kunst kommt vom Handwerk. Was nützt die beste Kunstidee, wenn es an der Umsetzung scheitert? Das heißt, wenn jetzt einer ein tolles Metallbild malen will und hat aber die falschen Farben oder die falschen Materialien, wo der Grund nicht stimmt, und das rostet oder korrodiert nach Jahren weg, dann ist das Kunststück auch weg. So. Und darum ist das ein ganz enger Bereich Kunst und Handwerk. Weil wenn ich mit meinem Designstudium
das ist zu wenig, dass ich sowas mache. Nur das Erfassen, das Erkennen, was sich der Künstler dabei gedacht hat, bei seinem Entwurf, das muss man erkennen. Aber dann die Umsetzung ist, da ist dann der Handwerker gefragt. Also da muss das Handwerk, mit welchen Materialien schaffe ich das, wo nichts passieren kann, wo dann das Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Und wir haben ja damals die ganzen Autos schon mit Acryl gemacht. Das war noch die Zeit des Kunstharz, wo dann der Kunstharzlack damals verwendet wurde. Aber wir haben dann schon das neue Medium gewählt, Acryl, das damals von der Firma Sickens in Holland erfunden wurde. Und wenn wir heute schauen, der Lack glänzt immer noch. Der wird sich ja nie verändern. Und das war immer schon mein Ziel, Farben zu wählen, weil so ein Auto steht ja nicht nur 20 Jahre, das Auto soll ja mehrere hundert Jahre eventuell stehen. Und da soll sich der Lack ja nicht verändern und soll nicht abbröckeln oder abrosten oder wie auch immer. Das war was ganz Neues. Also wie schon gesagt, Jochen Nerpasch hat gesagt, wir haben keine Chance zu gewinnen, aber jetzt machen wir ein buntes Auto. Und das hat so eingeschlagen, pressemäßig. Wenn die gewonnen hätten, hätten sie nicht mehr Presse gehabt, wie mit dem Auto Alexander Calder. Und das war eigentlich der Ursprung der Artcar-Serie. Ja, man blickt eigentlich da schon mit Stolz zurück, weil ist ja Glück auch, dass man hier ausgesucht wurde. Durch natürlich Qualifikationen sind natürlich auch wieder wichtig. Und mir hat damals der Wolfgang Seehaus vom BMW Design, der ist auf mich aufmerksam geworden, und mit dem habe ich dann schon vor 70 zusammengearbeitet. Und da denkt man natürlich auch gern zurück, weil das ist eine lange Phase, wo man dann durchlebt und sieht, wie die Rennauto immer besser, schneller werden. War schon interessant. Und gerade die AK-Serie, da denke ich ganz gern zurück. Der Ostermeier ist, möchte sagen, einer der Besten, die so ein Auto aufbauen können. Da müssen die Formen, da muss er neue Formen machen, da muss die ganze Radverbreiterungsgeschichte vorne und hinten, das muss alles sitzen, passen, und dann muss das verklebt werden. Und dann muss dann der Lackierer hinterher ran. Der muss dann die Form veredeln in dem Sinn, dass er hier dann mit Spachtelmassen arbeitet und dann aber mit guten Materialien, die nicht nach 20, 30 Jahren runterfallen, sondern das hat ja Bestand haben für immer. Und das ist dann auch wieder spannend, das Handwerk. Darum geht Kunst ohne Handwerk wird nie funktionieren. Ich bin der Meinung, der Alexander Calder war seiner Zeit weit voraus. Er ist ja der Erfinder gewesen, der Mobile. Und die Mobile, wo er gemacht hat, die waren ja sehr farbenfroh auch. Der hat mit Buntfarben gearbeitet. Und das finde ich am Auto wieder. Also durch die Farbflächen, die arbeiten. Und wenn das Auto fährt, hohe Geschwindigkeiten wie in Le Mans, dann wird das Auto mehr oder weniger zum Mobile. Und was ich gesagt habe, der Zeit weit voraus, weil der auch mit Flächen gearbeitet hat. Also, man könnte jetzt sagen, nicht abstrakt, aber die Farbflächen arbeiten zueinander, so wie das Mobile, wenn das im Wind, wenn die Dinger fliegen und das Auto Rennen fährt, dann kommt das Auto mehr in Bewegung. Das hat eine sehr große Dynamik, und ich meine, ist eins der schönsten Artcars. Also gerade der Alexander Calder, was der gemacht hat, Chapeau. Also wirklich einer der Großen.
Pass braucht, gell? Ja. Schon, gell? Ja, mehr darf es nicht sein. Da machen wir jetzt ein Muster. Da spritzen wir ein Muster. Das Gelb ist jetzt ungefähr schon 8 Mal, haben wir ein Muster gemacht mit dem Gelb. Und jetzt sind wir fast dran an dem. Jetzt spritzen wir, machen wir ein Spritzmuster. Und dann sehen wir, passt die Farbe nicht. Das ist natürlich sehr aufwendig, die ganze Mischerei, die ganzen Farben, das Gelb, Rot, Blau. Blau haben wir jetzt. Rot müssen wir nochmal kontrollieren. So, dann gehen wir in die Kabine und dann machen wir das. Es war früher so, das Auto ist ja 75 lackiert worden. Und damals waren die Räume nicht klimatisiert, also die Museumsräume. Und man hat das Auto oft ins Freie gestellt, die Sonne hat draufgeknallt. Und wenn das, sagen wir, 40 Jahre lang oder 30 Jahre oder 20 Jahre passiert, auch nach 20 Jahren verändert sich der Farbton, der einfach das Farbklima dann anders wird. Bei Blau, wie gesagt, leichte Violettenstich. Dann beim Gelb, das wird dann meistens weißer, also weil das so Art wie auskreidet. Und beim Rot, da ist je nach Farbton, ist das die Schwierigkeit. Das kann zum Beispiel, Rot kann auch violetter werden. Kann auch sein. Je nachdem, was für Grundtöne das drin sind. Und das ist das Problem, mit dem wir dann zum Kämpfen haben. Aber ich bin guter Dinge. Es ist natürlich sehr aufwendig, was man da macht. Aber es ist sehr wichtig, dass das eben so dem Stand von damals gleich kommt, also wirklich gleich kommt. Man darf, wenn man sowas macht, nicht auf die Zeit schauen. Da kann man nicht sagen, ah, das muss jetzt in 10 Stunden fertig sein. Das kann man nicht kalkulieren. Weil immer wieder neue Dinge auftauchen, wo man sagt, ah, das müssen wir jetzt nachändern, nachverbessern. Passt. Wie schaut das? Schaut ja ganz gut aus. Ja, das ist gut. Das ist gut. Also die Farbe ist IO. Das ist super. Besser geht's nicht mehr. Besser geht's nicht mehr. Schaut gut aus. Passt 100 Pro. Wir haben jetzt das so gemacht, wir haben da immer 0,5 Gramm auf 100 Gramm dazugegeben, um die Veränderung dahin zu bringen, wo wir sie haben wollten. Und nach 10 Schritten ist jetzt das Gelb 100 Pro. Das war jetzt wichtig. Rot haben wir auch schon gefunden. Da haben wir das Rot, werden wir nochmal nachkontrollieren. Das Blau sind wir auch so weit, dass wir sagen, das ist IO. Also das IO. Rot werden wir dann nochmal kontrollieren. Und dann hätten wir eigentlich unsere Farben geschaffen. Und dann geht es eben um das ganze Maskieren, dass man die Farbflächen ausmaskiert, um dann die zu lackieren. Die Startnummern sind 75, hat es keine Computer gegeben, also wo man dann Schriften plotten kann, die hat es nicht gegeben. Das wurde alles hand mit einem Messerchen ausgeschnitten, aus Folie. Und wurde dann auflackiert. Und wir haben uns die Arbeit gemacht. Normalerweise macht man einen Plot, macht die Nummer daran, daran, daran. Das wird aber nicht funktionieren, weil das damals per Hand gemacht worden ist. Es war damals war es ja nur Handwerk. Und jetzt holst du mal die Zeichnung her, Altin, die von der Tür, die 93, und dann überdeckt man das einmal und dann werden wir die Unterschiede sehen. Und so genau nehmen wir das, dass wirklich
die linke Tür so ist wie die Tür, die rechte wie die rechte Tür, weil die Buchstaben sind nicht hundertprozentig. Sehen Sie das, dass das anders ist? Und das sollten wir ja nachfragen. Wir sollen ja dieses Auto nachmachen. Ja, das wird ziemlich schwierig werden, weil wenn wir das betrachten, sind ja da die ganz feinen Pinsel so Zehntel Millimeter und das müssen wir eben nachvollziehen. Also das Innenfeld wird ja schon deckend gemacht. Also man versucht jetzt, dass man hier mal die Linie schafft, genauso die ganzen kleinen Bögen. Und hinterher müssen dann diese Feinheit rausgearbeitet werden. Aber was das schwierigste Teil ist, ist das hier. Die Bereiche, die ganz feinen Bereiche, die werden sehr schwierig werden. Das ist so, als wenn ein Rubensbild also, nachgemacht wird oder restauriert wird. Und da geht es auch nur um Millimeter, Millimeter, Millimeter. Und das wird ein ähnliches Verfahren. Das wo sehr genau geht. Man muss nur die Hand fest aufdrücken, weil frei wird das gar nicht gehen. Fest aufdrücken, dass die Hand stabilisiert ist und dann kann man, dann muss man sich rantasten und kann dann die feinen Ritzer, hier die Farb, ich sage jetzt Farbritzer, kann man die feinen Farbritzer hier nachvollziehen. Sogar so ein Pünktchen, wenn man da das Pünktchen sieht, auch das muss dann separat gemacht werden.